Wenn ihr vom Flughafen angekommen seid, hier im Bahnhof in Oslo, dann kommt ihr quasi hier unten hoch von den Gleisen und wendet euch nach links und geht dort zum Ausgang. Exit Süd. Und erstmal herzlich willkommen in Oslo. Gleich die erste Sehenswürdigkeit, die ihr seht, wenn ihr rauskommt, hier auf dem Weg zum Schiff. Ihr seht da hinten eine Fähre liegen, der Revierkajer befindet sich aber davor, der Weg ist also kürzer. So, jetzt kommt ihr hier raus und bewegt euch hier runter, entweder über die Treppe, je nach Gepäck, oder je nach Glatteis, hier direkt. Wir sehen jetzt hier nicht die MS Trollfjord, die ist gerade unterwegs, irgendwo weiter im Norden, aber ich zeige euch trotzdem den Weg zum Kai, zum Kay. So, los geht's, mal sehen, wie lange das dauert, bis wir da hinten am Schiffsterminal ankommen, wenn man zu Fuß geht. Das ist bei Schnee oder auch Glatteis wieder runter natürlich nicht so der Hit, ne? Da nehmt ihr besser ein Taxi. Aber wenn hier nichts liegt, dann kann man hier auch nochmal schönen Blick auf die Oper genießen. Ihr spaziert dann hier auch an den Saunabooten vorbei. Wenn ihr an den Saunen und der Fjord-Cruise vorbei seid, dann seid ihr noch nicht ganz da, aber bald. Jetzt kommt erstmal hier dieses Veranstaltungszentrum. Ich würde mal sagen, es sind ungefähr 500 Meter. Da hinten ist der Bahnhof. Hier ist das Salt-Ausstellungszentrum und daneben geht's rein. Da ist der Anleger, da ist auch ein Fährzeichen und da legt die MS Trollfjord an. Wurde mir gesagt, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, sie ist leider gerade unterwegs. Das heißt, ihr kommt hier mit dem Gepäck angetrollert, wie der Herr da auch, und geht dann hier rein, Oslo Hafen. Saunabereich, Oper, Munkmuseum, Schneeberge. Wenn die MS Trollfjord am Revierkai liegt, dann seht ihr sie natürlich auch schon. Jo, wurde mir gerade bestätigt, hier ist der Kreuzfahrtanleger. Im Moment sind hier gerade Wartungsarbeiten, aber hier könnt ihr sehen, nochmal die Distanz von hier nach da zum Bahnhof ist wirklich nicht weit. Das kann man auch zu Fuß schaffen, wenn kein Schnee liegt oder es in Strömen schüttet.